So, und damit herzlich willkommen zu der ersten von Global 2 direkt aufeinanderfolgenden total behinderten Maps. Und zwar einmal der Zimpli und danach Twigs and Traps. Ah, ja. Gut. Ich würde mal sagen, rein ins Vergnügen. Ja. Was anderes bleibt uns hier auf kurze Lang gar nicht übrig. So, hier gibt es auch nochmal schönes Backpack. Lassen wir aber erstmal sein, sondern wir nehmen erstmal die hier. Okay, drei reichen. Oder auch nicht. Das war ein bisschen nah. Was? So, bevor wir den letzten erledigen, speichern wir mal ganz sicher halber vorher. Ganz sicher halber vorher. Alter, Grammatik gleich null. So, weil direkt nachdem wir die letzten umgebracht haben, kommen wir die ganzen Spinnen und auf die wäre ich gerne ein bisschen vorbereitet. Achso, sie ist apropos vorbereitet. Wir können ja schon mal die ganzen Schalter hier klicken. Falsche Waffe. Ja, das war die dümmste, die ich hier haben konnte. Mit den Unsichtbarkeitsdings der Bumster. Niemals gegen Spinnen kämpfen. Das ist die dümmste Idee, die man niemals haben kann. Das heißt, wir warten erstmal, bis das Ding aufhört. Aber das Problem ist, Hitrunner oder alle, die Projektile schießen, wenn die dich nicht sehen, weil du unsichtbar bist, da schießen die einfach random in deine Richtung. Das Problem ist, du kannst aber den Schuss nicht ausweichen, weil du nicht mehr eine Schusslinie hast, die du ausweichen kannst, sondern die schießen ja random in die Richtung. Das heißt, du musst vor verschiedenen random Schüssen ausweichen und das ist noch behinderter. Von daher, ja. Füllen wir erstmal hier schön unsere Munition auf. Gut. Volle Munition haben wir soweit, außer bei den Rocket Launchern. Ja, ich schieße hier nicht rum. So, haben wir irgendwo Raketen? Nein. Oh, Mann, hast du mich, du Arsch? So. Dann würde ich mal sagen, wir sind bereit. Und können dann langsam in den Krieg ziehen. Auf los geht's los! So, noch ein Schuss. Okay, noch zwei Schüsse. So, alle schön anlocken hier. Jetzt können wir rausgehen. What? Oh, ich habe gerade gar nicht auf meine Hilfszeuge geachtet. Aber. Erstmal alle schön in die Mitte locken.
So. Das geht nirgendwo hängen bleiben, das ist eine schlechte Idee. Ach ja. Ich meine, die Map heißt ja stirb einfach. Aber ich frage mich eigentlich immer nur bei den Viechern, können die nicht einfach mal sterben? Vor allem das Problem ist, ich kann natürlich auch jetzt die DZ Rocket Launcher benutzen oder Plasma-Waffen. Aber die möchte ich mir mal lieber für die nächste Map aufheben. Weil da kämpfen wir im schlimmsten Fall, wenn wir es verkacken, gegen Cyberdemon. Und wenn wir es nicht verkacken, auf jeden Fall gegen viele andere Viecher. Oh! Zwei auf einem Streich. So, alle weg. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir es mal hier zum Monitor hier auf, die überall rumliegt. Danke. Hallo. Achso, ist bereits voll. Ich bin sowieso komplett voll, kann das sein? Sehr schön. So, Rocket Launcher, also Raketen liegen auch keine mehr rum, soweit ich weiß. Eigentlich schade. Keine Raketen mehr. Na gut. Was soll's? Wir haben immerhin 22 und unsere Plasma-Waffe ist auch voll. Eigentlich das geilste überhaupt. Dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir direkt in die nächste Map. In dem Sinne. Welcome to Twigs and Twats. Die wohl Ikone der hässlichsten Maps. Wobei nur hässlich, nicht die schwerste. Es gibt nachher später noch eine Map, die ist noch schwerer. Aber von der Hässlichkeit her hat die höchsten Skill. Wenn man das so sagen möchte, kann. Keine Ahnung. In dem Sinne, schon mal vor.